Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Neugierigmacher des Neo Magazin Royals. Wir sind im Internet. Das ist unser heutiger Gast, Deutschlands zweitjüngste Aufsichtsrätin. Richtig. Von der Freenet AG, Franzi Kühne. Schön, dass du da bist. Also, du kommst aus der Wirtschaft. Ich war gerade backstage. Du hast mit deinem Kollegen zusammen am Laptop gesessen und hast schon Big Business gemacht. Du arbeitest von überall und immer unterwegs und bist immer online. Klar, ja. Weil so viel zu tun ist. Was machst du denn, wenn du den Laptop aufklappst? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann eine Ist es der Aufsichtsratsjob oder dein Job in der Agentur? Weil Torben. Sorry. Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Torben, Lucy und die gelbe Gefahr ist deine Agentur? Genau. Das ist quasi dein Hauptjob? Das ist mein Hauptjob, genau. Und wenn ich meinen Laptop aufklappe, dann mache ich so meinen Hauptjob. Also mach so E-Mails, mach Verhandlungen mit Kunden, mach internes so Mitarbeiterzeug, HR, Finance, Legal, Forecast. Über digitale, über Programme, oder über nee, FaceTime oder Skype oder ICQ oder wie? über Mail, also, ja, ach so. Also Mail und über Slack. Also wir kommunizieren so wie ihr. Wir haben auch genau. Es gibt auch andere Slack Programme, aber die natürlich. Sind nicht so gut. Genau, und dann ist da halt so Kommunikation mit allen. Du bist auch Digital-Expertin, sind wir so. Aber klingt du sagen? Komisch. Ja, klingt komisch, aber du interessierst dich politisch, technisch fürs Digitale und versuchst Dinge zu ändern, weil sie bei uns nicht gut laufen. Genau. Was ist das, was dringend zu ändern ist? Das ist eine, wenn man eine Sache sagen muss, keine Ahnung, die Bundeskanzlerin, Frau Kühne. Was soll ich machen? Ich habe noch 3 Jahre, ich mache alles, was Sie wollen. Ja. Was soll ich machen? Was ist zu ändern? Ja, was? Ist dieses Neuland, was vor 5 Jahren ausgerufen wurde, immer noch so ein bisschen in den Knochen drin? Ja, ist es. Also überhaupt so das Beschäftigen mit Digitalem und was heißt es eigentlich mit neuen Technologien, das ist zu ändern. Aber ich glaube, im Wesentlichen müssen wir anfangen, an der Bildung was zu ändern, damit sich vom Grunde was neu entwickeln kann und renovieren kann. Also die Ausbildung von Pädagogen zum Beispiel, dass die wissen, welche Tools sie benutzen sollen, was sie lernen sollen, dass digital in Lehrplänen stattfindet. Sowas, also ich würde ihr raten, dort anzufangen. Ich habe kürzlich Manfred Spitzer im Deutschlandfunk gehört, der hat gesagt, das ist gar nicht gut mit den Handys, das darf man alles den Kindern. Erst ab 35 dürfen Kinder Handys benutzen. Oh. Und dann auch nur unter Aufsicht von noch älteren Leuten. Von älteren Männern. Aufsichtsrat für jedes Handy. Also wir sind ja auch ein Unternehmen, auch ein Medienunternehmen, aber so zum Beispiel so Geschichten wie so ganz klassische wirtschaftliche oder betriebliche Strukturen wie Betriebsrat. Gibt es das bei euch? Nein. Warum nicht? Tja. Ne, also, wir sagen auch, bei uns der Betriebsrat wird durch die Geschäftsführung gemacht. Machen wir alles mit. Nee, aber letztlich, das sind ja auch gewachsene Dinge, die es ja gibt. Ja. Und die man irgendwie verknüpfen muss mit dieser neuen digitalen Welt. Wir hatten mal hier einen Fahrer eines Lieferdienstes stehen, der dann erstmal total kaputt war. Der sagte, ja, mein Algorithmus sagt, ich muss jetzt wieder eine Pizza abholen da. Ich kann aber nicht mehr und wir dürfen keine Betriebsräte gründen. Und wir sind quasi Scheinselbstständige und das ist alles total scheiße. Auch das ist ja so die Kehrseite von dieser Start-up-Kultur. Das funktioniert zwar alles technisch super, aber wo ist dann am Ende derjenige, der die Kohle... Genau. Und ich glaube, Unternehmen, die so eine Kultur haben, die wird es auch nicht lange geben, weil die Leute sich teilweise natürlich auch aussuchen können, wo sie hingehen. Gerade in unserem Bereich, im Agenturbereich, ist es sehr einfach. Wenn du da eine scheiß Kultur hast, kommen keine Leute zu dir. Mhm. Also du musst deine Mitarbeiter mit einbinden, so anstrengend das auch ist, aber du musst die mit einbinden. Mhm. Und da kommen ja letztendlich auch ganz gute Sachen bei rum. Aber Einbindung ist da alles. Heute Abend reden wir im Fernsehen, sehr genau getimt, 7 Minuten. Wir sind total begrenzt. Technische, also auch da sind wir sind mit einem Bein im Fernsehen, mit dem anderen Bein im Internet. Auch das ist quasi irgendwie so gelebter digitaler Wandel, ja, also ein Hybrid. Ihr macht wahrscheinlich auch Plakatkampagnen und Internet-Sachen parallel oder eher weniger? Nee? Plakat eher weniger. Also aber wir sind eigentlich schon sehr, sehr digital. Gar nicht? Nein, nee. Also ist nicht unsere Firma, nein. Ist das, das würde ich nur, also wenn Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie das langweilig finden, schalten Sie einfach ab, nur ganz aus privatem Interesse. Ja. Als Theorie in den Raum geworfen. Ist das wirklich so, dass die alte Welt dem Digitalen nachzieht? Oder sind das Bewegungen, die von beiden Seiten kommen und sich anziehen und am Ende sich in der Mitte treffen? Na, in der Mitte treffen glaube ich nicht. Also man muss da schon sehr gucken, wo man herkommt und was man sich gerade anguckt. Mhm. Und da kann es beide Bewegungen geben. Aber ich glaube, so dieses Alte, dass das dem Digitalen hinterherzieht, ist schon so. Ach so, Hashtag. Wir haben der Zauber der Demokratie 3 Stück. Wenn Sie den Hashtag der Woche mitbestimmen möchten, dann twittern Sie unter einem dieser Hashtags. Der Nummer 1 ist
Anne Great Champ, Anne Great Champ Karrenpower. Der zweite ist Merz muss weg, sicherheitshalber. Also wenn Friedrich Merz Kanzler wird, dann jetzt schon mal den Hashtag raus. Merz für die nächsten 30 Jahre. Und Jens We Can, das sind die Hashtags. Wunschkandidat der Märkte, auch Aufsichtsrat wie du, Friedrich Merz, bei BlackRock. Mhm. Dein Verhältnis zu BlackRock? Kein Kommentar? Kein Kommentar. Kein Kommentar zu BlackRock. Warum sind Sie zu mächtig? Haben Sie zu viel Geld? Stecken Sie bei dem Unternehmen mit drin? Wir bleiben dabei. Kein Kommentar. Kein Kommentar zu BlackRock. Das wird heute Abend spannend. Jede Frage mit BlackRock. Jede Frage. Schalten Sie ein, Neo Magazin, 20.15 Uhr in der Mediathek. Wir sind auch in der Mediathek, digital, mit Flash. Aktualisieren Sie vorher. Aktualisieren Sie vorher Ihren Flash-Player.